Hallo und herzlich willkommen bei keinem weiteren Video von mir, Bottom Reaper, sondern von einem weiteren Video von unserer Partnergilde Black Emperor. Der Link zu deren Page ist natürlich unten verlinkt. Wie das erste Video, so werden wir auch in diesem Video euch etwas beibringen von dem Spiel Guild Wars 2. Es geht hier um ein Jumping Puzzle. Wie immer gilt folgender Merksatz: Die Jungs haben relativ wenig Ahnung, was Videos angeht, weswegen ich euch bitte sämtliche Kritik und sämtliches Feedback wie zivilisierte Menschen zu äußern. Ich weiß, das fällt den meisten schwer, aber versucht euch doch einfach mal zusammenzureißen. Es ist wirklich nicht so schwierig. In diesem Sinne, viel Spaß bei dem Video. Hey Leute und willkommen bei GTTK. Heute live aus den Borderlands. Wir sind in WVW, wie gesagt in einem von den Borderlands und zeigen euch ein Jumping Puzzle im nordwestlichen Teil, direkt nördlich über einem der Supply Camps. Ich bin die ganze Strecke hier mit Jeno abgelaufen, aber der hat sich irgendwie nicht so getraut oder hat es nicht geschafft, die ganze Sache hier zu kommentieren. Deswegen habe ich ihn anders eingepackt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass Jenos Spontanität zu reden ungefähr mit der Nahkampfkraft von Jopi Hestas gleichzustellen ist. Und deswegen habe ich mich natürlich bereit erklärt. Ich bin übrigens der Michel. Ja, ich habe hier also urbayerische Verstärkung an meiner Seite. Es kann also gar nichts mehr schief gehen bei dieser ganzen Sache. Bis hier noch ein Prolog da rein. Was ist ein Jumping Puzzle? Worum geht's hier? Warum sollte man es überhaupt machen? Und was zum Henker seht ihr da gerade auf diesem, auf dem Video? Also dieses Jumping Puzzle an sich befindet sich im WVW, das ist halt eine frei zugängliche PvP-Zone in Guild Wars 2. Ist hinter dem Wasserfall da links, ist natürlich sehr, naja, brillant, ein Versteck hinterm Wasserfall, oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Und wenn ihr das Puzzle gelöst habt, kriegt ihr auf jeden Fall ein paar Sachen. Das sind drei Items, die zu eurer Stufe passen. Zwei Belagerungswaffen und Ehrenabzeichen. Und mit Ehrenabzeichen kann man eine ganze Menge machen. Das werden wir euch aber eher in einem einzelnen BVW-Tutorial oder so erklären. Meine Frage allerdings an der Stelle ist, wie weit habt ihr vorher gewusst, wie die Wege verlaufen da drin? Oder weil zum Beispiel ihr seht am Wasserfall, wisst ihr, da springen wir jetzt rein. Willkommen auf der Idee, also liegt mir irgendwo in der Nähe. Naja gut, also wir sind das, haben das Ding natürlich vorher schon gelöst, bevor wir es aufgenommen haben. Sonst hättet ihr uns bestimmt ein paar Stunden durch die Gegend hüpfen laufen sehen. Wäre, glaube ich, nicht so spannend gewesen. Eben hat man gerade übrigens gesehen, wie Jeno immobilized wurde, weil diese kleinen Ubs ihn dort angegriffen haben. Moment, gleich ist er an der Stelle. Ah, ich habe die Kamera natürlich unvollständig gedreht. Dort, wo er jetzt steht, verliert ihr die Aggro von den Viechern. Das ist an der Stelle ganz wichtig, weil wenn ihr im Kampf seid, seid ihr langsamer als eure normale Laufgeschwindigkeit. Und nach eurer Laufgeschwindigkeit richtet es sich, wie schnell ihr seid. Und wenn ihr nicht schnell genug seid, springt ihr nicht weit genug. Und wenn ihr nicht weit genug springt, geht's weit nach unten. Die Ich hoffe Stellen sind mal, nämlich sehr knapp bemessen. ihr habt das gleiche Problem wie ich, weil nur 2 Minuten von Marcells Audio-Output kommt bei mir leider immer nur noch bla 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 an. Und mir fällt mir immer ziemlich schwer hier zu folgen. Ja, also ich bin mir sicher, dass der durchschnittliche Mensch in der Lage dazu sein sollte. Ja? Ich könnte ja mal ein bisschen was auf Bayerisch versuchen, vielleicht wirst dann sogar du mir folgen können. Allerdings, was mir bei der ganzen Sache immer auffällt, ist, es ist fraglich, wenn man jetzt beispielsweise, man spielt jetzt ein Asura, sind die Sprünge schwieriger oder ein Norn, wo zum Beispiel viel vom Bild schon wegnimmt? Oder wer ist da euer Eindruck dazu? Oder habt ihr es bloß mit dem Silvario, mit dem Char probiert oder? Also ich selbst habe es eigentlich nur mit einem Silvari und einem Human mal probiert, also mit einem Menschen. Den Char stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor, wenn er die, sag schon, die Waffe nicht gezogen hat, weil er dann auf vier Pfoten rumläuft, wie ihr gerade seht. Zumindest wenn es etwas längere Passagen sind. Und ich hätte da keine Ahnung, wo gerade dann der Absprungspunkt ist. Wenn du auf zwei Beinen durch die Gegend läufst, siehst du es hier einigermaßen.
Ah, da jetzt vielleicht, was ist, das ist jetzt die Schatzkiste, von der was du anfangs gesprochen hast, oder was? Nein, noch nicht ganz. Dieses Jumping-Puzzle besteht daraus, dass wir erstmal Schlüsselteile suchen müssen. Und wenn wir die beiden Schlüsselteile gefunden haben, da war übrigens das erste drin, dann können wir den Tresor aufmachen. Und okay. In dem Tresor ist dann halt eine Truhe. Es ist recht erkennbar, dass da der große Schatz drin ist. Also ich bin einfach etwas größer. Aber nochmal zum Thema Feuer zum Sprecher zu kommen, wenn wir uns an die letzten Beta-Wochenenden erinnert, wenn wir gespielt haben oder was. Also es ist ja im Teamspeak ab und zu mal zur Sprache gekommen, dass gerade jetzt auch Suras bestimmte Sprünge oder auch, wenn wir in bestimmten Gebieten unterwegs waren, einfach schwieriger sind oder vielleicht auch nicht so weit springen können wie andere Klassen. Da ist halt dann fraglich, weil ob dann der Schwierigkeitsgrad in so einem Jumping Puzzle dann nochmal erhöht wird. Weil ich denke mal, was jetzt ich da so beurteilen kann, ist ja eigentlich nicht so einfach. Also eigentlich laufen die, naja, es sieht, sagen wir mal ein paar Beispiele mit der Laufgeschwindigkeit. Bei den Azubas sieht das ja immer aus, als ob die, ja, keine Ahnung, laufen, als ob der Teufel hinter denen her wäre. Aber die sind halt genauso schnell wie alle anderen Rassen auch. Und die werden auch genauso hoch springen. Also wir hatten halt noch ein paar andere Leute beim ersten Versuch dabei, die hatten halt einen Azura. Waren dann halt bei der finalen Aufnahme nicht dabei, aber die haben das auch, na, problemlos kann ich jetzt nicht sagen, aber ohne größere Schwierigkeiten geschafft. Ich kann allerdings sagen, jetzt haben wir dem ganzen Blablabla den epischen Bossfighter nicht einmal kommentieren können, weil da zwischen den gnadenlos blutrünstigen Würmern stattgefunden hat. Gnadenlos blutrünstige. Ja, die haben wir eigentlich nur getötet, damit wir hinterher nicht so, werden, ja, wir werden halt nicht gestört. Weil wir müssten diese Edge, also diese Klippe, die ihr da vorhin gesehen hattet, die mussten wir ganz langsam und vorsichtig runtergleiten, weil wir sonst Gefahr laufen, drüber zu springen. Und dann landen wir wieder im Wasser und dieses Jumping Puzzle ist recht kurz, übrigens zweiter Schlüssel, und hat quasi keine, ich nenne es mal Checkpoints. Also Teilabschnitte, wo du wieder von vorne anfangen kannst. Das heißt, wenn wir dort runtergerasselt wären, hätten wir das Ganze nochmal machen können. Wir gehen jetzt übrigens hier zum Anfang, denn wir haben unsere beiden Schlüsselteile und wir sind am Tresor nämlich schon vorbeigelaufen. Also was ich zum Beispiel jetzt auch sag mal, was mir so auffällt, ich finde die Atmosphäre da ist ziemlich stimmig, ist alles. Also ich muss sagen, das Gebiet macht Spaß irgendwie, wenn man sich das so anschaut. Darauf weiß ich jetzt überhaupt nichts zu sagen, ne? Ich fühle mich echt geehrt. Ja, du hast mich sprachlos gemacht. Das war der glücklichste Moment meines Lebens, den ich im Black Emperor verbringe. Und das sind mittlerweile ja gute 7 Jahre. Aber ja, das war bis jetzt der glücklichste Moment. Soll ich dir mal was sagen, was das Beste drauf ist? Du hast es sogar live bei einer Tonaufnahme und vermutlich dann auf YouTube. Das dürfte wohl einer deiner Favorite-Videos werden. Gut, also für die Leute, die jetzt gleich das Déjà-vu haben. Ja, wir waren an dieser Stelle schon, ganz am Anfang des Videos. Wir laufen den ganzen Weg ab, nochmal von vorne, weil wir müssen ja wieder zum Tresor hinkommen. Wir sind ja beim ersten Mal dran vorbei. Wir sind aber auch gleich schon da und nähern uns also dem Ende unseres Videos. Warte, wo kommt er? Da! Diese große Eisentor, das ist es. Können wir jetzt halt mit dem Schlüssel öffnen? Man sollte jetzt aber zu Ende kommen, weil sonst messen wir den Rest des Videos mit irgendwelchen Bildern füllen, wenn wir einfach nur mit dem Quatschen nicht fertig werden. Dann würde ich sagen, ihr wisst, was drin ist, ihr wisst, wie es funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren Marcel und Michel von Black Emperor auf GTTK. Ciao, ciao. Viel Spaß euch. Tschüss.